Hallo Freunde des YouTube-Sports, willkommen zurück hier auf Australien, auf der geilen, schönen, sonnigen Strecke. Mit dabei, der liebe Camillo. Moin, heute zum kurzen Qualifying. Falls du untersteuerst, liegt das daran, das ist hoffentlich ganz dass dein Vorderreifen nicht genug Grip hat. Ein Grund dafür kann sein, dass lassen wir das im Fahren mal raus. Ja, genau. Boah, erstmal am Ohr kratzen diese Kopfhörer, die werden langsam. Oh. Ja, das lass mich doch raus, Mensch. Ja, gleichzeitig, yo. Okay, habt ihr das jetzt gesehen? Daniel war eigentlich vor mir draußen und auf einmal ist er hinter mir. Also, was für ein Bug ist das denn? Ja, es ist sehr interessant gerade. Will ich nur mal hoffen, dass der Virus da vorne keine Scheiße macht. Ja, will ich auch hoffen. Der böse Virus. Ja. Diese Kurve, die hasse ich wie die Pest. Ne, ich finde das gar nicht so schlimm. Hier, das finde ich viel schlimmer, dass man hier nicht so... Aber das ist ja Gott sei Dank nur die Rausfahrrunde. Wie ihr sehen könnt, wir haben auch nicht wirklich viel Benzin, deswegen muss das in zwei Runden sitzen. Weil wir hatten das nämlich eben schon mal, dass uns das Benzin ausgegangen ist. Keine Ahnung, was du anders fährst, aber... Weiß ich auch nicht. Oh! Da wollte er jetzt aber überhaupt nicht rum, ey. Boah, hab ich gerade einen Ruckler, ey. Das ist ja zum Kotzen. Kam der denn weg? Bitte jetzt nicht beim Qualifying, ey. Das wäre nicht gut. Virus auf Abwägen. Ja, zu spät gebremst. Wow! Oh, wow! Was machst du denn hier? Oh. Oh. Ich fahr halt nicht so wie du. Ja, weil du so rübergeflippt bist von der Dings. Hoffentlich hat uns das jetzt nichts versaut. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von zwei Runden an die Box. Treibstoff niedrig innerhalb der zwei Runden an die Box, Daniel. Hast du das auch gerade gehabt? Nee, noch nicht. Aber ich weiß das schon. Ich denke mir gerade, Hauptsache eine gute Runde. Noch. Ich komme. Ach nee, komm, ich bremse. Scheiß da Hund drauf. Hauptsache, wir müssen Erster oder und Zweiter oder so. Oh, zieh rum! Könnte mega ärgerlich werden jetzt. Du bist ja, fuck. Bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Jo, er fährt geradeaus. Ah! Ich dachte, er wendet. Oh Mann, ich will. Ich leg den Controller. Ist ja noch nicht zu Ende. Das habe ich jetzt verkackt. Ich denke, warum fährt die Karre noch weiter? Ja, ich versuche, dass ich nur eine Runde schaffe. Ach, er kommt aber auch nicht rum. Das Lenkeinschlag ist hier wie man... Schlimm, schlimm. Na, genau, jetzt wird sie dich durchdrehen, oder was? Ja, nur noch Benzin für 84, für 0,84. Gucken wir, ob ich das noch schaffe. Über die Ziellinie wäre gut. Oh, langsam fahren. Wir haben auch jede Menge Dreck unter den Hinterreifen. Winterreifen hat er jetzt nicht gesagt. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Ja, ich will ja hier nach nicht noch eine fahren. Ich will ja nur die zu Ende fahren.
Danke, dass ihr in die Box fahrt. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Dann hauen wir hier nochmal eben einen raus und dann ist gut. Du bist auf P2 zurückgefallen. Ja, und jetzt geben das Benzin aus. Tut mir leid. Jetzt dauert's nämlich noch. Jetzt muss dann nämlich noch kurz warten, bis der Camillo zurück in die Box gekrochen ist. Ja, das hat er aber auch nur aus dem Grund gemacht, er wollte unbedingt noch eine bessere Zeit haben, die Drecksau. Ja, und ich hatte halt auch Benzin, also habe ich's gemacht. Hättest du auch, wenn du nicht gerade ausgefahren wärst. Siehst du, jetzt habe ich auch kein Benzin mehr. Jetzt aber bin direkt kurz vor der Boxengasse, das ist toll. Ja, egal. Hauptsache die Zeit noch gekriegt. Ansonsten schönes Wetter heute, passt. Jetzt sind wir natürlich eine Runde mehr gefahren wie die anderen. Das heißt, die Reifen gehen auch eine Runde eher schlapp bei uns. Ich hoffe, das geht noch in Ordnung dann. Na, ich weiß ja nicht, wie sehr du dich da eben verbremst, beim Geradeausfahren da noch was zugezogen hast oder so. Jetzt krebs ich hier mit 75 km/h rum. Boxenstopp. Ja. Darf ich hier wohl dann abkürzen? Ich glaube nicht, lieber nicht, sonst versorge ich mir noch meinen. Oh, Ricciardo ist Dritter. Mal kein Mercedes. Wieso kann Grosjean noch an mir vorbeiheizen? Der hat auch kein Benzin mehr. Verbleibende Zeit 4 Minuten 45. Sind nur 5 von 20 auf der Strecke. Na, guck einer an. Camillo Platzierung 3 steht bei mir. Runden 3. Platzierung 3. Weil ich bin auf 1, deswegen. Ja, bei mir steht da 3. Zeiten, dann gehe ich mal hier rüber. 1,27, jo. Virus 28, jawohl. Also, ich habe mich unter 1,30 platziert. Was willst du mehr? Jo, solltest du ja auch. Nee. So, schauen wir nochmal. Okay, es kann noch ein bisschen dauern. Ich gehe mal auf Übersicht, bis der im Ziel ist. Jo, letzten Kurven. Sektor 3 bin ich schon mal. Weil aber auch nur wieder 500stel, wenn man so will, die uns trennen. Also krass. Eine Minute 28,5. Eine halbe Sekunde. Lalali. Oh, die anderen fahren ganz langsam an mir vorbei, dass sie noch Benzin haben. Na gut, die sind später rausgekommen wahrscheinlich. Ich versaue denen jetzt ihre Runden auch, ne? Tut mir leid, Jungs. Oh, weia. Disqualifizieren den Camillo. Wofür denn? Ich mache ja nichts Unerlaubtes. Ja, du versaust anderen den Runde und das darfst du nicht. Ja. Ja, wir sind ja jetzt erst auf ihrer schnellen Runde, von daher habe ich denen ja nichts versaut. Gleich in deiner Boxengasse. Dann hat das endlich hinter sich. Genau, und dann gucken wir mal auf die Zwischenstände. Wir warten ja eh, bis das Qualifying zu Ende ist, von daher alles gut. 3 Minuten und 8. Guck mal, ich hatte genau den passenden Speed für den Limiter, dadurch, dass ich in die Box rollen musste. Okay, ja, wird mir nicht angezeigt, aber okay. Und da stehe ich. Ja, die Reifen werfen schon leichte Blasen, das heißt keine Runde mehr fahren. Nein. Ich schaue gerade mal den Max Verstappen zu. Platzierung 4 steht hier angeblich. Warte mal, stimmt das denn? Oh, was? Oh, der ist aber gut. Nee, stimmt nicht. Der Ricardo ist Dritter, Sergio Perez ist Vierter. Wow. Der Sergio. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Gut, aber lass mich raten, die McLaren sind noch keine Zeit gefahren. Lewis Hamilton, nein. Bottas wahrscheinlich auch noch nicht. Jep, richtig. Siehst du mal, und die werden sich dann gleich noch wieder eine super Zeit holen, glaub mal. Wie ich die Jungs kenne. Ich wollte schon wieder was sagen. Aber die müssen jetzt auch mal raus, sonst haben sie Arschkarte. Stroll ist noch nichts gefahren, Massa ist noch nichts gefahren, Verstappen noch nicht, Hamilton noch nicht, Sainz. Oh, wow, Alter, viel Verkehr. 14 von 20 Wagen, 15, 16 17. von 20 drauf. Boah. 17 mittlerweile, 18. Oh. Ja, wir zwei sind die Einzigen, die jetzt drin sind. Das ist ja auch gut, weil guck mal, wie voll das jetzt ist. Wem gucke ich denn jetzt zu? Ich gucke gerade Verstappen zu, wie er jemanden überholt. Ich guck mal dem Hamilton zu. Ja,
Der Verstappen, der Affe, der hat sich sein Force Linker Fahrrad abgefahren, weil er jemanden voll in die Karre reingesammelt ist. Ah, oh, was? Ah, je. Ah, geil. Der so, der, ja. Ja, aber er hat sich platziert, Alter, mit 1,29 auf Platz 3, du. Oh, hat er doch noch geschafft? Ey, Manfred, ey. Oh, beiden, die beiden Red Bull hinter uns, aber wie gesagt, Hamilton fährt gerade noch. Hamilton ist jetzt gerade auf seiner schnellsten Runde. Ich guck gerade den Bottas zu. Ja, ich dem Hamilton, dann passt das doch. Mal gucken, was das geht. Letzte Minute bricht an. Aber guck dir mal die Quali, die Grafik an, Alter, so beim Zuschauen. Ey, herrlich, ja, ey. Na, er hat Pech, weil er jetzt den Stroll oder den Massa vor sich hat. Jetzt kann er natürlich nicht so schnell fahren, wie er gerne wollen würde. Ist gut für uns. Und gut für die Red Bull. Der hängt voll hinter dem fest. Hülkenbäcker und Wehrlein 14, 15. Oh, schade. Den hätte ich doch gegönnt, dass sie sich mal weiter oben einreihen. Bottas hat es auf dem 5. geschafft. Schöne Sache. Na, pass mal auf. Jetzt kommt gleich Hamilton. Der kommt nicht weit. Wie gesagt, der hat immer noch den Martini Dings vor sich. Ach, wie heißt die Marke nochmal? Vergessen. Wo hab ich den Hamilton denn hier? Da ist er doch. Der hängt immer noch hinter dem fest. Williams. Ah, jetzt habe ich es wieder. Hinter dem Williams fest. Das wird keine gute Zeit für den Hamilton. Oh, was? Er konnte die Runde noch nicht mal zu Ende fahren? Doch. Wow, was? Und Hamilton 2, was? Ah, Manfred. Das zählte doch noch. Okay. Ach, da musste sich natürlich wieder mein kleiner Lieblingsfreund wieder dazwischen quetschen. So, hier seht ihr das Ergebnis wie folgt. Ne? Ja. Einmal Ferrari, Mercedes, dann nochmal Ferrari, dann zweimal Red Bull und dann der letzte Mercedes. Und dann die beiden Force India, die waren gut. Alter Schwede. Ja, Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann sehen wir zum nächsten Renntag, oder Camillo? Ja, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Alles klar. Bis morgen oder bis später. Ciao. Ja, bis morgen. Tschüss.